5800. 1300 Mikrobucket pro. Hä? Das ist sehr komisch. Wo kommt die Eisenbahn? Also die Eisenbahn kommt her von unserem versuchten Dings da. Da, Eisen. Nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber es klappt schon mal. Das heißt, wir machen hier jetzt den Fluid Importer wieder. Jetzt haben wir genug Eisen, um etwaige Sachen neu zu bauen. Gucken, wie sich das Ganze entwickelt. 1700, 2000. Braucht natürlich auch Nachschub. Ja, und für Nachschub brauchen wir wieder die gefertigten Sachen. Das heißt, ich brauche jetzt Papier. Und ein Lapislazuli. Paper. Da. Ich brauche eigentlich mehr Papier. Und da kommt schon wieder die Sugarcane-Aktion ins Spiel. Wie viel Sugarcane haben wir? 17. Das ist wenig. Deswegen, Applied, mache ich jetzt etwas, was ich schon seit zig Folgen machen wollte, nämlich das Ding hier bauen. Zwei Stück davon. Es dauert nicht lange und es hilft uns ungemein weiter. Hier müssen wir auch unbedingt eine Mauer bauen, das ist sehr irritierend. Komm, hops. Komm, geh. Ja. Dann da und dann. Kann ich an Sugarcane was ranbauen? Ja, anscheinend. So müsste richtig sein. Falsch. Es muss ein höher. Sonst würde ja der Source-Block quasi weggenommen werden. Also hier dran. So. Wie stellen wir dich jetzt ein? Au. ME Transition Plane. Eigentlich sollte das Ding jetzt das da einsaugen. Ah. Problematisch. Es läuft über ein Kabel. Okay. Wenn ich dich jetzt hier hinbaue. Ah. Warum wurde der Kaktus mit eingesaugt? Stopp. Ah, komisch. Okay. Du weg, du weg. Hier noch ein. Oh, da kann man so richtige Wand rausbauen. Ah, sehr schick. Okay. Und dann Pistons hinten dran und dann als Bohrmaschine missbrauchen. Also Tunnel, Bohrmaschine. Egal, das funktioniert jetzt so wie soll. Jetzt müssen wir nur noch ein neues Schalterdingens hierfür bauen. Nur wenn ich jetzt hier einen Schalter ransetze, dann wird es das da auch mit ausmachen. Richtig. Nee. Okay, du bist aus, du bist aus. Du machst nur das und du machst nur das an. Okay, alles so wie sein soll. Und hier wird jetzt regelmäßig einfach nur Kaktus und Sugarcane abgebaut. Damit nach und nach im System was ankommt, falls es für irgendwelche skurrilen Sachen, wie jetzt haben wir das Papier, brauchen. Sehr gut. Lapis. So war das. Weg mit dir. Dann brauchen wir jetzt Wheat. Drei Stück. Wir brauchen einen Iron Block. Ein Stück. Wir brauchen davon vier Stück. Und wir brauchen davon vier Stück. Und damit sind unsere vier Rezepte schon mal verbraucht. Mal gucken, ob das Ding nicht vielleicht doch mehrere Sachen gleichzeitig machen kann. Das wäre nämlich echt praktisch. Also deine Aufgabe ist jetzt das zu machen. Klick. Das heißt, wenn wir ihm das da reinlegen, macht er das da draus und das wird jetzt hoffentlich abgesaugt. Warum? Pulverizer, Pulverizer. Cyclic Assembler ist falsch eingestellt, okay. Und hat keinen Importer. Das könnte erklären, warum es nicht abgesaugt wird. Okay, wir brauchen einen Importer und dann brauchen wir anscheinend wirklich pro verdammten Vorgang ein so ein Ding. Und wir brauchen einen Exporter obendrauf, der den Eisenblock dahin bringt. Also ja, wir brauchen sehr viele Maschinen später, wirklich alles
einigermaßen gut hinbekommen wollen. Jetzt aber erstmal ein Expo. Ritter. So, dann ein Impo. Basic, ja. Das. Und ein Eisenblock, ne? Für den Exporter. Ja. Gut. So. Du bekommst ein Exportbus obendrauf, wo ein Eingang ist. Der fütter dich bitte mit Eisenblöcken. Das ist nicht unbedingt schmerzhaft, was doch unbedingt schmerzhaft klingt. Du, da, Importer. Ich bin schon wieder am Verhungern. Oh, klappt alles soweit. Okay. Das muss auch noch gemacht werden. Die Wände müssen auch noch gesetzt werden. Aber kleine Schritte. Ganz kleine Schritte. Wir kommen mit jeder Folge wirklich gut voran, finde ich. Also jetzt einmal die Optimierung hier mit dem flüssigen Eisen, das dann hier reingegossen wird, wobei hier noch mehr hin müssen. Die Wände habe ich hier auch schon hochgezogen. Das geht alles. Die 545 Buckets, sehr schön. Jetzt hätte ich aber gerne meinen Toast. Ja, automatisch hergestellt. 300 Toast. Ja, das ist sehr schön. So eine Kleinigkeit machen Spaß. Und dann gucken wir mal, was für Ressourcen so ein Cyclic Assembler eigentlich alles braucht. Wir brauchen ja doch noch ein paar davon. Hm? Da. Tin Gear und Copper. Fehlt eine Menge. Tin Gear. Ja, ich glaube, Tin haben wir nicht so viel im System. Ah, doch, 500. Okay, dann machen wir ein Stack davon bitte. Also, und schmeiß unnötiges Zeug ins System. So. Ein Stack. Was fehlt dir da in der Mitte? Eisen. Au. Ups. Eisen, hätten wir. Und ein Redstone Reception Coil. Davon können wir mal ein Stack bauen. So. Dann hätte ich Was fehlt dir jetzt? Kupfer? Ernsthaft? Copper. Wir haben keinen Copper. Okay. Also. Copper or Dust. Davon stellen wir jetzt eine maximale Anzahl her. Hauen die wieder ins System. Bis auf einen. Dafür bräuchten wir auch wieder einen Cyclic Assembler. Ja, bräuchten wir. Also, ich brauche jetzt, bevor wir damit wieder anfangen, ich bräuchte jetzt mehr Exporter, und zwar die Liquid-Dinger. Dafür wird wieder Eisen fehlen, richtig? Da. Also erstmal fehlen die zwei Sachen da unten. Davon. Bam, 53 Stück, damit das nicht mehr nervt. Basic Export. Was fehlt da oben? ME-Kabel. Stinknormale ME-Kabel fehlen. Nicht mehr. Oh. Fluix-Dust. Fluix-Dust. Da, 2,5 Stacks, bitteschön. Und wir haben keinen Redstone mehr. Irr. Ist nicht so schön. Aber wir haben jetzt Fluix-Dust. Wenigstens haben wir eine Sache. So, du. 3 Stück rein da. Precision-Dinger. 3 Stück hinter. 1, 2, 3. So, 3 Fluid-Exporter. Haben wir noch Importer im System? Nein. Und wir werden auch erstmal keine herstellen können, weil wir die schwarzen Dinger nicht haben, weil wir die runden Dinger nicht haben, weil wir nicht genug Eisen haben. Richtig? Ja, wir haben genug Eisen. Okay. Es ist komisch, wenn alles vorhanden ist. So, Basic Import Bus da. Bau die runden Dinger. 15 Stück. Bau die schwarzen Dinger. 2. Weil, was fehlt? ME-Kabel. Dafür haben wir doch gerade erst das Zeug hergestellt. Zack, ein Stack. Zack, noch ein Stack. So. Du. Nochmal 5 Stück. Jetzt fehlt das Eisen. Und da das Eisen jetzt fehlt, haben wir auch nicht genug, um jetzt das da zu bauen. So lange, bis wieder Eisen ins System kommt.
Was eigentlich nicht so lange dauern dürfte, oder? Ah doch, wir haben ja keinen automatisch Hochkombinierer, der das für uns macht. Also müssen wir es mal noch händisch machen. So, so, so. So, so, so. Jetzt wird alles in den Hochofen geschmissen. Da wird es eingeschmolzen. Dann wird es eingesaugt. Dann wird es rausgepumpt. Dann wird es gegossen. Dann wird es eingesaugt. Dann wird es zerlegt. Und dann haben wir unser Eisen. In der Zwischenzeit baue ich die Dinger schon mal auf. Achso, ich kann auch den Seared. Nicht Seared, sondern den anderen Brick. Und auch Seared war richtig. Das da. Davon hätte ich gerne noch erstmal 3 Stück. So. Gut. Der ist für Eisen. Wir werden nicht genug Platz für Flüssigkeiten haben. Also wir brauchen auch gleich Flüssigkeitschips. Das könnte problematisch werden. Kappen, kappen. Dip, dip, dip. So. 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 Also, da kommen nur die anderen Flüssigkeiten rein, weil ich würde wirklich gerne immer genug Tin und Kupfer und so haben. Dass wir gerade keinen Kupfer im System hatten, fand ich sehr irritierend. Aber hier. Hier passen nämlich nur 5 verschiedene Flüssigkeiten drauf. Sehr viel davon, aber halt immer nur noch 5. Deswegen brauchen wir ein Fluid Storage. Ding. Fluid Store. Hier, 1K Fluid Storage. Nee, 4K Fluid Storage. Ja, die haben... Das sieht immer... Alles fehlt. Okay, wir brauchen Diamantprozessoren. Dafür brauchen wir Redstone. 3 Stück. Das kommt auch mit meiner immer exportieren Geschichte hier mit rein. Du immer exportieren, das da. Auch wenn du immer noch im Boot beschäftigt bist. Könntest du vielleicht mal zufälligerweise das Diamantding... Achso. So. Ganz viel Brot im Inventar. Da, da, da. So. Also Diamantding haben wir gleich. Fluix-Kristalle. Kein Redstone. Machst du gerade Redstone? Dust. Ah, primär Dust, ab und an Sand. Mach mal erstmal alles Dust. Ich brauche mehr. So, den Rest kann ich einfach hinschmeißen, weil der Voidhopper das wieder aufsammelt. Sehr gut. Zack, zack, zack. Einfach alles aufsammeln. Super. Jo, also. Jetzt primär das bitte, damit wir mehr Redstone bekommen. Und das da und hier und da und überall Sachen zu tun. Dahin, du rein, du rein. Die Pattern können wir auch immer reintun, weil wir brauchen erstmal genug von den Dingern. Du kannst weg, du kannst weg. Kein flüssiges Eisen im System. Ja. Was? So. Cyclic. Da fehlte das Kupfer. Gib mir mal ganz kurz Copper. 214. Denn das Kupfer jetzt unser nächstes Testing. Warum hast du hier Schlacke drin? Das ist nicht gut, dass das Ding verschlackt. Okay, das heißt, wir brauchen hier an dem Drain ein Item Importer, und zwar ein Precision Item Importer, der nur gewisse Sachen einsaugt, wenn sie nicht hier, sondern hier auftauchen, und zwar den Slag. Der soll bitte eingesaugt werden, damit er im E-System landet. Okay, Iron Ore Sand... Ich wollte eigentlich, dass du das hier auch noch reinpumpst. Du, das da. Jo, füllt sich, wird abgesaugt, okay. So, also wir brauchen dann gleich flüssiges Kupfer. Deswegen mache ich mal kurz eins davon raus. Wir brauchen nämlich einen Eimer voll flüssigem Kupfer, um den Exporter richtig einzustellen. Und dann bräuchten wir noch einen Importer. Port. Basic Importer. Haben wir dafür jetzt genug? Ja, haben wir. So. Flüssigkeiten hier. Molten Copper, das sieht schön aus.
Molten Copper. Bitteschön. Oh ne, Eisen. Wie kriege ich das Eisen zu uns im System? Wie kriege ich mein Fass jetzt leer? Kann man das in Holz... Wow. Ich habe flüssiges Eisen in ein Holzfass gekippt. Sehr gut. Bitte gib mir ein... Oh. Das ist nicht gut. Achso, ist noch nicht genug Kupfer. Ah, okay. Dann warten wir kurz. Warum auch immer das noch nicht genug Kupfer ist. So rum absaugen bitte. Zuerst das Kupfer. Dann das Eisen. So, jetzt müsste genug da sein und der Eimer müsste sich füllen. Genau, Molten Copper. Ach, der hat sogar schon Importer gehabt. Das ist aber entgegenkommend von dir. So. Du füllst dich jetzt schneller. Komm schon.